Carl Stucky. Pleased to meet you. My name is Alan Wake. I'm a writer. Stephen King schrieb einmal, Albträume existieren außerhalb der Logik. Es bringt wenig, sie erklären zu wollen. Sie sind die Antithese der Poesie der Angst. In Horrorgeschichten fragt das Opfer ständig nach dem Warum. Aber es gibt keine Erklärung und es sollte auch keine geben. Das ungelöste Geheimnis verfolgt uns am längsten und ist das, woran wir uns schließlich erinnern. Mein Name ist Alan Wake. Ich bin Schriftsteller. Ich hatte schon immer eine rege Fantasie. Aber dieser Traum hat mich aus der Bahn geworfen. Er war wild und düster und sogar für mich ziemlich verrückt. Ja, es begann mit einem Traum. Für einen Albtraum typisch war ich zu spät dran und musste dringend mein Ziel erreichen, einen Leuchtturm. Es gab wichtige Gründe, an die ich mich nicht erinnere. Um dorthin zu kommen, fuhr ich auf der Küstenstraße zu schnell. Ich hatte den Anhalter zu spät gesehen. Er war tot. Ich war überzeugt, dass ich im Gefängnis landen und Alice nie wiedersehen würde. Plötzlich war seine Leiche weg. Ich stand noch unter Schock und konnte mich kaum auf den Beinen halten. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen bei Batman 10. Hier ist wieder Chris. Willkommen zur ersten Folge von Alan Wake Remastered. Herzlich willkommen. Ja. Sehen Sie zum Scheinwerfer auf. Ah, hier. Hallo. Nein, passt so. Danke. Endlich kann ich mal rennen. Dort auf mich. Oh, ich habe das Spiel noch nie gespielt, aber nur sehr gut, dass man ihn gehört. Und da jetzt das Remastered rausgekommen ist. Hallo? Schnell weg hier! Was ist mit dir? Mist. Die kann mich nicht aufhalten. Hm.
Au! Ich erkannte, dass er eine Figur aus der Geschichte war, an der ich gearbeitet hatte. Schon mal alles sehr rätselhaft hier. Bin ein bisschen erschöpft, glaube ich. Wie fühlt es sich an? Was willst du von mir? Au! Komm, lauf da rüber. Ja, ich komm ja schon. Ich komm schon. Ah! Kommen. Was ist denn das hier? Sorry. Es ist noch immer was da. Ja, ich muss raus, aber wohin raus? Ah, hier. Nein, da ist Licht. Sie sind verletzt. Sie sollten ins Licht gehen. Nur dort sind sie sicher. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges erzählen. Es lautet so, denn er wusste nicht, dass unter dem See, den er Heimat nannte, ein tieferer, dunklerer Ozean liegt drin, wo die Wellen wildern und doch ruhiger werden. Seine Helfen habe ich gesehen. Seine Helfen habe ich gesehen. Verschrien sie. Nein. Zum Licht. Okay. Der Anhalter wird jetzt vom Dunkel kontrolliert. Man kann ihn nicht verletzen. Die Dunkelheit schützt ihn vor jeglichem Schaden. Nur Licht kann die Dunkelheit verteidigen und ihn wieder verwundbar machen. Hier die Lampe. Richten Sie die Taschenlampe auf ihn und verteidigen Sie die Dunkelheit. Geh weg hier! Gut gemacht. Jetzt wird er nicht mehr von der Dunkelheit geschützt, aber sie ist noch in ihm. Sie steuert ihn. Er kann nicht gerettet werden. Er ist eine Bedrohung. Er ist ihr Feind. Hier, nehmen Sie die Waffe. Oh.
Das ist alles. Sie gebe Ihnen jetzt Ihren Traum zurück. Wer bist du? In dem Albtraum übernahm eine furchtbare Dunkelheit die Welt. Der Leuchtturm war der letzte sichere Ort auf Erden. Da muss ich hin. Dem Licht folgen. Oh! Okay. Weil ich habe gedacht, hier sind wir sicher. Lauf! Oh! Verdammt müde. Baby, war nur ein Albtraum. Alles ist okay. Du bist eingenickt. Ja, mehr als eingenickt wäre ja auch mal etwas Neues. Freu dich, Liebling. Wir sind da. Ich sag dir auch einen Titel für das Bild. Ein Städter, kurz bevor er von einem Bär gefressen wird. Hi. Hallo, schön, dass Sie gerade jetzt unsere Stadt besuchen. In 2 Wochen ist Hirschfest. Hirschfest? Hast du das gehört, Schatz? Ihre Frau ist sehr hübsch, wenn ich das sagen darf. Mein Name ist Pat Maine. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, ich bin Alan Wake. Ich habe einen berühmten Schriftsteller wie Sie natürlich erkannt, Mr. Wake. Es ist mir eine Freude. Ich bin eine echte Leseratte. Ich will mich wirklich nicht aufdrängen, aber ich moderiere die Abendsendung beim lokalen Radiosender. Bekomme ich vielleicht ein Interview?
Wissen Sie, Mr. Main, ich mache hier Urlaub. Eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn meine Anwesenheit unter uns bleiben könnte. Das verstehen Sie das? Natürlich, verlassen Sie sich auf meine Diskretion. Ich bin nicht schwer zu finden, falls Sie Ihre Meinung ändern. Ich wünsche Ihnen beiden einen schönen Urlaub. Danke. Na, wie war das, Schatzi? Sehr schön. Ja, gell? Ein paar echt gute Fotos gemacht. Und wie ich sehe, hast du einen Freund gefunden. Wie süß. Ja, da haben wir noch einen Freund. Hallo? Ja? Hey, Superstar. Wie geht's meinem Lieblingsschriftsteller? Seid ihr schon da? Barry. Ja, sind gerade angekommen. Werdet ihr von Einwohnern belästigt? Sag Bescheid, dann springe ich ins Flugzeug und sorge dafür, dass man euch in Ruhe lässt. Nein, Barry, alles okay. Sehr gut. Ich will nur sicher sein, dass du dich erholst und deine Akkus auflädst. Und wie ist es so? Hat dich die Natur schon inspiriert? Barry, wir sind gerade angekommen. Okay, Elf. Ich frage später nochmal nach, ob bei euch alles in Ordnung ist. Und du meldest dich, wenn es ein Problem gibt, okay? Okay. Ich will nur dein Bestes, Kumpel. Wir hören uns später. Ich hab dich auch nicht, Barry. Echt schön hier. Alle 5 Minuten anrufen wird. Barry ist Barry. Ich kann das Telefon immer noch ausschalten. Siehst du? Eine SMS von Barry. Er lässt dich auch schön grüßen. Wir sind da. Komm zurück zum Auto. Ja, bin ja da. Wir müssen beim Dinner anhalten und den Schlüssel vom Vermieter abholen. Ein Mr. Carl Stucky. Er wartet auf uns. Ich tanke und du holst den Schlüssel. Ich hol dich hier ab in 15 Minuten. Okay. Okay, okay. Bis gleich. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich liebe dich. Fahr schon. Ich werde mich schon benehmen. Orte wie diesen hatte ich schon fast vergessen. Kleinstädte, in denen jeder jeden kennt. Willkommen im Audio Diner. Hi, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche jemanden, der heißt... Mr. Wake? Alan Wake? Oh Gott, ich bin Ihr größter Fan. Das hören Sie bestimmt dauernd, aber ich bin es wirklich. Es ist nett, dass Sie das sagen. Rose, ich suche Mr. Stucky. Carl Stucky. Carl? Ah, natürlich, Mr. Wick. Er muss zur Toilette gegangen sein und ist sicher gleich wieder zurück. Ich fasse es nicht. Ich habe alle Ihre Bücher. Ich habe den Starship vom Buchladen bekommen. Aus dem Junge, ja, ja. Und Sie bewahren ihn hier auf? Okay. Dann ist ja gut. Carl, so viel zum ruhigen Urlaub. Probieren Sie den Kaffee. Aber ich bin unschuldig, wenn Sie ihm verfallen und Ihnen das Herz bricht. Tu mir einen Gefallen, Kleiner. Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Coconut Nummer 6 in der Jukebox. Ich würde ja selbst gehen, aber mir sind beide Beine eingeschlafen. Naja. Schlechte Durchblutung. Oh, yeah. Ist das sein Ernst? Coconut schon wieder? Das ist einfach widerlich. Und so willst du ein Rocker sein? Unglaublich. Ah. Gehen Sie da nicht rein, junger Mann. Sie könnten sich im Dunkeln verletzen. Ich schaffe das schon, Ma'am. Ich wollte nicht warten. Ich wollte Stucky finden, den Schlüssel holen und dann nichts wie weg. Die Kellnerin ging mir auf die Nerven, wie alle übereifrigen Fans. Hallo? Mr. Stucky? Carl hat es leider nicht geschafft. Er ist krank geworden. Aber ich habe den Schlüssel und Anweisungen, wie Sie zum See kommen. Gott, was ist denn das? Ich wünsche viel Spaß in meiner Hütte. Ich komme später vorbei und schaue nach dem Rechten. Und nach Ihrer Frau. Unbedingt. Danke. Die sind komisch. Der Cauldron Lake ist ein besonderer Ort. Ja. Schaut so aus. Sie haben Glück gehabt, junger Mann. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Was guckst du? Die muss repariert werden. Da muss ich Sarah sagen, dass sie sich um das Licht an der Wache kümmert. Das ist schon zu lange fällig. Selbst das klingt besser als dein Gesang. Alles in Ordnung?
Super! Verfluchter Leistenbruch! Schwillt an wie ein Ballon, wenn ich mehr als einen Löffel hebe. Ja, da, alles super. Die Andersons sind unsere Musiker. Wir warten auf Dr. Hartman, der sie abholen wollte. Sie sind aus seiner Klinik bei der Cauldron Lake Lodge abgehauen. Okay. Ich gehe jetzt mal nach Hause. Baba. Mission erfüllt. Der Schlüssel und die Wegbeschreibung. Mein Held. Ich habe Taschenlampen. Zur Sicherheit. Ich glaube, die brauchen wir noch. Ich bin mir ganz sicher. Hey, warten Sie! Mrs. Wake! Ihr Schlüssel! Okay. Der Steiner war echt ein Irrenhaus. Was für ein Ort. Das wäre doch der perfekte Schauplatz für ein Buch. Wir wollen hier Urlaub machen, Alice. Ich denke drüber nach, wenn wir wieder zurück sind, okay? Okay, wir können später drüber reden. Hier ist Pat Main auf KBFFM. Ich wollte gar nicht darüber reden. Ich wollte meinen Kopf in den Sand stecken. Früher war ich mal ein erfolgreicher Schriftsteller, aber das war lange her. Seit 2 Jahren hatte ich kein Wort zu Papier gebracht, seit meinem letzten Buch. Wow, das ist fantastisch, Alan. Ja, nicht schlecht. Keine Angst, Schatz. Wir sind drin, bevor es dunkel wird. Und ich habe die Taschenlampe. Ich weiß. Ist schon gut. Alice hatte eine Phobie. Angst vor der Dunkelheit. Ich wollte sicher gehen, dass wir vor Sonnenuntergang ankommen würden. We're in control.